Studiomonitore falsch aufgestellt, klingen sie nicht so, wie du es dir vorstellst, dann liegt es eventuell an diesen Dingen, die ich dir gleich verraten werde. Bevor wir dazu kommen, wie man die Studiomonitore richtig aufstellt und worauf du achten solltest, würde ich mich extrem freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast und wenn du mehr kurze Tipps und Tricks rund um das Thema Musikproduktion, Mixing, Mastering haben willst, würde ich mich extrem freuen, wenn du mir auf Instagram folgst, auch wenn du da ja eine persönliche Frage hast zu zum Beispiel Equipment kaufen, ja, kannst du sie mir dort gerne per Nachricht stellen. Jetzt zum eigentlichen Thema: Studiomonitore richtig aufstellen, beziehungsweise warum eventuell dein Klang im Studio nicht ganz optimal ist, mal abgesehen von der Raumakustik. Das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Aber du kannst schon sehr viel machen, wenn du die Studiomonitore richtig aufstellst. Kommen wir mal zu dem ersten Punkt. Und zwar, du hast die Monitore nicht richtig aufgestellt. Ja? Was bedeutet das? Du kannst Monitore teilweise hinlegen, aber meistens ist es vorgegeben, wie du sie aufzustellen hast. Also du kannst sie entweder horizontal oder vertikal aufstellen. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass das festgelegt ist. Und dessen solltest du dir vorher bewusst sein, beziehungsweise das findest du auch in dem, in der Bedienungsanleitung oder dem Manual dazu. Da ist das in der Regel definiert, wie du sie aufzustellen hast. Denn das kann dazu führen, wenn du sie hinlegst und sie müssen eigentlich stehen, dass du teilweise irgendwelche Frequenzauslöschungen hast, beziehungsweise dich gar nicht richtig in den Sweet Spot sozusagen kommst du gar nicht mit deinem Ohr, mit den Boxen, weil du die nicht richtig aufgestellt hast dementsprechend. Und da verlierst du schon zum ersten Mal Qualität. Dann der nächste Punkt ist die richtige Höhe für das Ohr wählen. Denn es ist so, die optimale Höhe der Lautsprecher ist quasi, wenn euer Ohr zwischen Hoch- und Tieftöner ist, sofern sie vertikal stehen. Wenn sie horizontal sind, kommt es natürlich darauf an, wie die ganzen Töne angeordnet sind, aber in der Regel könnt ihr euch als Vorbild das auch so nehmen, dass ihr auf jeden Fall etwas unterhalb des Hochtöners sitzt. Denn das ist in der Regel die optimale Höhe zum Abhören. Falls euch das von der Höhe her nicht gelingt, habt ihr auch die Möglichkeit, die Box etwas anzuschrägen. Ja, wie ihr das macht, ob euer Stativ das eventuell kann oder ihr euch irgendwelche Unterlegmatten holt, die einen gewissen Winkel halt drauf haben, um die anzuschrägen, müsst ihr mal schauen, aber das wäre auch noch eine Variante. Dann ein ganz wichtiger Punkt, entkoppeln. Ja, wenn du deine Lautsprecher nicht entkoppelst, wird sich der Bass oder alles eigentlich, was die Box abspielt, auf deine anderen Geräte, aber auch auf deinen Tisch übertragen. Und das führt dazu, dass du definitiv nicht die perfekte Abhörsituation schaffen wirst. Erstmal wirst du abgelenkt durch irgendwelches Klirren, ja, deines Tisches oder Vibrieren deines Tisches. Die ganzen Schallwellen übertragen sich zum Beispiel auf deinen Tisch, was zum Beispiel wieder vom guten Klang der Box ablenkt. Und deswegen solltest du deine Lautsprecher, deine Studiomonitore nicht auf den Tisch stellen, zumindest nicht blank. Es gibt Geräte, mit denen du deine Lautsprecher entkoppeln kannst. Die solltest du, wenn du sie auf dem Tisch zu stehen hast, nutzen. Wenn du die Möglichkeit hast, ein vernünftiges Stativ für deine Boxen aufzustellen, ja, wenn du den Platz dafür hast, und ich weiß, in manchen Räumen ist das halt nicht der Fall, aber wenn du den Platz hast, dann hol dir auf jeden Fall so ein Stativ, denn damit garantierst du, dass du deine Boxen entkoppelst. Und auch das ist so, dass es dort von bis geht, also was auch die Preisklasse und die Entkopplungsstufe sozusagen angeht. Dennoch lassen wir mal hier die Kirche im Dorf. Wichtig ist, dass ihr es auf irgendeine Weise entkoppelt. Der vierte Punkt: Du brauchst die richtigen Studiomonitore für deinen Raum. Es ist relativ schwer, Empfehlungen zu geben im Bereich Lautsprecher. Nun kann man dazu sagen, dass ich davon ausgehe, dass die meisten von euch einen Raum haben werden zwischen 15 bis, sag ich mal, 25 Quadratmeter. Ja, das ist so ungefähr diese Raumgröße, die sich wahrscheinlich die bei den meisten der Fall sein wird. Da könnt ihr dann wirklich solche Lautsprecher nutzen wie die Adam A7X. Die werden sich da gut entfalten. Es gibt natürlich da auch noch andere, ja, aber in dieser Größenordnung.
Diese Lautsprecher sind sozusagen Nahfeldmonitore. Nun kann es sein, dass ihr aber euch für größere Boxen entscheidet, die gar nicht dafür ausgelegt sind, in so einem kleinen Raum, ja, dass man in so einem kleinen Raum abhört. Und da werdet ihr immer Probleme haben, weil diese Boxen, die Lautsprecher sind einfach deutlich zu laut für euren Raum, oder nicht zu laut, aber haben wahrscheinlich zu viel Bass, zu viel Energie. Das kann sich alles, der ganze Schall kann sich nicht gut entfalten und ihr werdet zwangsläufig Probleme damit bekommen, eine gute Soundqualität beim Abhören zu generieren, wenn ihr zu große Lautsprecher habt. Deswegen ist es ganz wichtig und im Idealfall ist es auch so, ja, entweder anhört im Musikhandel oder euch direkt nach Hause bestellt und dort wirklich bei euch zu Hause im Raum die Sachen anhört. Denn nur da ist es wirklich optimal und da könnt ihr wirklich einschätzen, ob die Lautsprecher wirklich zu eurem Raum passen. Denn ihr könnt die euch noch so sehr im Fachhandel anhören, es bringt euch nichts, wenn ihr die zu Hause dann anhört, weil die ganz anderen Raum haben oder wenn ihr die bei irgendeinem Kumpel hört. Natürlich ist immer eine Tendenz da, wenn der Raum ähnlich groß ist, ganz klar. Aber dennoch solltet ihr das immer bei euch zu Hause gegenchecken. Punkt Nummer 5. Wenn ihr die Lautsprecher bei euch zu Hause aufgestellt habt, beziehungsweise sind angekommen und der Sound gefällt euch gut, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass die Positionierung richtig ist. Und das ist tatsächlich so ein bisschen Frickelarbeit. Man könnte, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Messmikrofon nehmen und immer wieder neu durchmessen und dann zentimeterweise quasi die Lautsprecher verstellen, bis ihr wirklich einen Sweet Spot in eurem Raum gefunden habt. Und das ist dann die perfekte Abhörposition. Ist sehr aufwendig, sehr umständlich, aber es ist der beste Weg, um die beste Abhörposition bei euch im Raum zu finden. Jetzt muss man allerdings sagen, dass nicht jeder von euch ein Messmikrofon hat und auch nicht jeder ein Messmikrofon kaufen wird. Das ist mir klar. Deswegen, ihr solltet auch da wieder die Bedienungsanleitung lesen, denn dort steht oftmals drin, in welchem Abstand zu der Wand vor allem eure Lautsprecher aufgestellt werden sollten, beziehungsweise, dass sie nicht näher dran sind. Denn gerade das ist häufig ein Problem, ja. Wie ich schon eingangs erwähnte, Schreibtisch, Lautsprecher, schon mal keine gute Idee an sich, ja, sofern sie nicht entkoppelt sind. Aber der Schreibtisch steht in der Regel ja auch an der Wand. Und das ist das nächste Problem. Denn wenn die Lautsprecher zu nah an einer Wand sind, werdet ihr Probleme mit dem Bassbereich bekommen. Beziehungsweise es kann natürlich cool und wuchtig klingen, aber es wird an Neutralität verlieren. Denn gerade in Raumecken, an Wänden, wird der Bass deutlich verstärkt. Und das führt einfach dazu, dass ihr wirklich die Neutralität bei euch beim Abhören verliert. Und das macht beim Produzieren sicherlich sehr viel Spaß, ja, wenn der Bass richtig knallt oder vielleicht sogar zu wuchtig ist. Aber spätestens beim Mixing oder ganz am Schluss beim Mastering habt ihr dadurch extreme Probleme, weil ihr diese Neutralität verliert, die ihr dafür benötigt. Und deshalb solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr diese Abstandsgrenzen zu der Wand einhaltet, sofern das möglich ist. Punkt Nummer 6, die richtige Aufstellung der Lautsprecher. Ja, wenn ihr die Position gefunden habt, das schließt das eigentlich mit ein, denn es ist so, ihr solltet immer in einem Dreieck denken. Das bedeutet, wenn ihr die Boxen ungefähr 1,50 Meter oder sagen wir mal 2 Meter voneinander entfernt habt, ja, also Mittelpunkt der Lautsprecher ist 2 Meter entfernt, dann solltet ihr auch ungefähr 2 Meter davon entfernt sitzen. Denn dann habt ihr wirklich dieses Dreieck gebildet zwischen Lautsprecher 1 und 2 und euren Ohren. Und das ist die optimale Positionierung. Da werdet ihr den größten Sweet Spot haben für eure Lautsprecher zum Abhören. Also das solltet ihr mal bedenken, dass ihr dort genug Platz habt. Und der letzte Punkt, aber definitiv nicht der wichtigste Punkt, ist, dass ihr die komplette Kette beachten solltet, wenn ihr um Lautsprecher euch kümmert. Ja? Ihr solltet, wenn ihr euch gute Lautsprecher holt, und da reden wir jetzt wirklich von welchen, die dann vielleicht ab 500 Euro pro Stück kosten, dann solltet ihr auch nicht am Kabel sparen. Ich sag nicht, dass ihr diese über 100 Euro Kabel haben braucht, denn das
muss man jetzt nicht unbedingt, aber ihr solltet auch nicht das billigste Kabel nutzen, denn das wird definitiv den Sound nicht so übertragen, wie es der Fall ist. Des Weiteren ist es so, im Profisektor werden halt extrem teure AD-DA-Wandler einfach genutzt, ja, zum Abhören, beziehungsweise in dem Fall DA-Wandler. Denn dadurch hörst du einfach nochmal deutlich mehr. Und das ist auch ein Unterschied, wenn ihr eure Interfaces habt, wenn ihr ein sehr, sehr günstiges Interface habt, aber euch irgendwie einen Lautsprecher für 1000 Euro kauft oder mehr, ja, dann solltet ihr vielleicht auch überlegen, ob ihr das Interface dann irgendwie oder den Wandler zumindest mal upgradet, weil ihr werdet dadurch deutlich mehr hören. Wie gesagt, das ist definitiv nicht der wichtigste Punkt. Die anderen sind alle deutlich wichtiger, aber der Vollständigkeit halber möchte ich das einmal erwähnen, dass ihr da nicht an den, ja, an der kompletten Kette dann, an der restlichen Kette spart, nur weil ihr euch dann einmal die teuren Studiomonitore geholt habt. Denn durch diese Sachen kann man immer noch mehr Details rausholen und dementsprechend solltet ihr darauf auch achten. Also, das sind die 7 Tipps, wie ihr eure Studiomonitore am besten aufstellt, beziehungsweise wenn ihr aktuell Probleme habt, wie ihr diese eventuell lösen könnt. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Falls ja, gebt dem ganzen Video einen Daumen nach oben. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall schleunigst nachholen und die Glocke aktivieren, denn nur so wirst du wirklich über jedes meiner neuen Videos informiert. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann wäre das auf jeden Fall meine Empfehlung für dich. Dort gibt es kurze Zusammenfassungen dieser Videos und weitere, ja, Studiobilder, lustige Sachen. Und falls du da irgendwie mal eine persönliche Frage hast, zum Beispiel zum Thema Equipment, kannst du sie mir dort gerne stellen. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Das ist Philipp von admissionlearn.de. Ciao.